Moin Leute, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von A Legend of Ashun. Und in dieser Folge werde ich versuchen, ich muss noch eine Drachenwurzel irgendwie auftreiben. Und meine Hoffnung besteht darin, dass ich die noch irgendwie im Handel erwerben kann. In der letzten Folge habe ich durch Zufall eine zweite Drachenwurzel kaufen können im Kloster. Vielleicht gibt es ja hier alchemistische Händler, die auch durch Zufall eine im Verkauf alles anbieten. Frisch, alles günstig, schöne große Äpfel. Und der schon mal nicht. Bei dem habe ich es am meisten erwartet. Zeig mal, was du hast. Das ist doch nicht immer. Alles frisch, alles günstig. Wer geht denn da schon freiwillig? Ja, das auch nicht. Meine Meinung kennst du ja schon. Oh Mann, ey. Denkst du, die Türme bringen was? Ich denke nicht, dass irgendeiner von denen hier noch. Willst du handeln? Einem Angebot hat. Nur beste Waren, nur beste Preise. Ganz vergessen. Was denn? Ach, roter Rubin. Nee, roher Rubin, nicht roter Rubin. Schauen Sie sich das Rolf. Okay, ich denke, keiner von denen kann mir weiterhelfen. Daher werde ich jetzt. Nur Qualitätsprodukte aus der Region. Natürlich angebaut ins Ödland will ich bestimmt nicht. Daher werde ich jetzt nochmal zu diesem Luzigott gehen und ein paar Bugs abholen. Vielleicht hat er ja welche für mich. Ich möchte Bugs abholen. Gut, du warst fleißig. Hier hast du ein paar Bugs. Woher weißt du das denn, frag ich mich so. Zeig mir deine Schuhe. Sehr gerne. Die sind alle selbst hergestellt. Aus langjähriger Erfahrung. Hm. Ja, ich kaufe die einfach mal. Stiefel habe ich noch gar keine gehabt. Lul. Und zieh die mal an. Bring einer halt noch ein bisschen zusätzlich Rüstung. Meine Schaden kann das ja nicht. Cool. So, ach ja, den Gürtel hat ich noch gar nicht angelegt. Toll. So, guck mal, jetzt haben wir 93 Schutz vor Waffen, ist doch ganz nett. Ja, der hat aber auch keine Drachenwurzel. Mann, verdammte Axt, ey. Warte mal, mir fällt noch einer ein, der vielleicht welche haben könnte, der eine haben könnte. Und zwar dieser Vanadium. Das ist doch ein alchemistischer Händler. Und wenn der keine hat und dieser Athanor im Kloster auch keine hat, dann war das bei dem Oculus wirklich nur mehr als Zufall. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Was verkaufst du? Ich handle mit Kräutern und Tränken. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Warum erfahre ich das kann ja nicht ewig so riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Wer weiß schon genau, was es ist. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ins Öl, man muss bestimmt aufpassen, was man so rumerzählt. Oh Mann, ey. Und da haben wir noch. War doch schon geil. Muss man es einfach mal sagen. Ist einfach geil. Kein Wasser genau, weit und breit. Wo bleiben denn die Schiffe? Denkst du, die Tür was hab ich denn hier noch für Wein? Asuna Tropfen, ist ein guter Wein. Und die Plörre hier weg. Ey, der hatte die ganze Zeit welche dabei, Alter. Der war noch sturzbetrunken. Den Überseehandel können wir ganz. Oh, Giftbolzen, klingt spannend. Aber genau 500, jetzt kaufe ich mir eine. Alles klar. Dann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Na gut, ich schwamm drüber. Ich habe das jetzt hier getan und jetzt gehe ich ins Kloster. Und jetzt will ich diese Quest abschließen aus alter Vorzeit oder aus grauer Vorzeit oder whatever, wie die Quest auch hieß. Und wenn ich mich recht entsinne, kann der Oculus jetzt mir jetzt eine Spruchrolle oder schreiben oder eine Rune bauen, in der ich mich in einen Drachen verwandeln kann. Und fuck man, jetzt bin ich richtig gespannt, ob das funktioniert, Alter. Wenn das der Fall wäre, das wäre der Übershit. Dann könnte ich einfach als Drache über die Welt fliegen und die Stadt niederbrennen und oder was weiß ich, das Kloster niederbrennen, das wäre so saugeil. Ich meine, wäre jetzt nichts, was ich jetzt erstmal sofort machen würde, aber wäre was, was ich mir für später aufheben würde, auf jeden Fall. Bin ich ein Drache, Junge. Müssten alle mich fürchten.
Wenn ich diesen Furus finde, der wäre mein erstes Opfer. Dass der Karador weg ist, das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Nicht, dass der entführt wurde oder so ein Quatsch, das wäre doof. Er hatte die ganze Zeit, der Vanadium hatte die ganze Zeit drei Drachenwurzeln, Alter. Warum bin ich... Ich frag mich, wieso ich nicht auf die Idee gekommen bin. Bin ich nicht auf diese Idee gekommen, den zu fragen, ey. Ich habe die Sachen dabei. Sehr gut. Die Drachenwurzeln sind essentiell. Sehr schön. Damit wären alle nötigen Ingredienzien vorhanden. So, jetzt geht's los, Alter. Was nun? Jetzt muss nur noch die Schriftrolle geschrieben werden. Da du das Schriftrollenschreiben noch nicht beherrschst, werde ich mich darum kümmern müssen. Mhm. Kann ja keinen Tag dauern. Oh, diese Schriftpulte sehen witzig aus. Sehen anders aus als in Classic. Vor allem wie gelangweilt der das macht, so einen Arm unten so. Der macht das so, als ob das totaler Alltag wäre. Junge, dein Ärmel, der müsste doch übelst stören, oder? Hab ich recht? Speicher einfach mal. Bin ich echt gespannt. Also eine Spruchrolle wär's. In der ich mich in einen Drachen verwandeln könnte. Das wäre der Obershit, Junge. Aber die muss ich mir dann aufheben, echt für eine Quest oder für einen Endkampf oder was weiß ich, keine Ahnung. Weil es überhaupt einen Endkampf gibt. Du. Bist du schon fertig? Warum erfahre ich das erst jetzt? Hey, bist du schon fertig? Ich schau dir mal gespannt zu und trink mal was. Wie es unseren Brüdern im Sumpf wohl ergeht. Oculus für die Drachen Verwandlungsschriftrolle herstellen. Daran wird sich nie etwas ändern. Oh Mann, ich glaube meine Kopfhörer sind kaputt, das ist echt ärgerlich. Der rechte Knopf hat viel mehr, ist viel lauter als der linke. Das ist richtig bitter und es liegt auch nicht an meinen Ohren. Oder so, das liegt wirklich an den Kopfhörern. Weil jetzt ist es links viel lauter als rechts. Also es liegt an den Knöpfen. Meine Ohren sind nicht kaputt. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Kollege, wie sieht's denn aus? Bist du jetzt eigentlich mal fertig hier? Oh Mann, das kann jetzt eine Weile dauern hier. Na gut, lesen wir in der Zeit mal ein Buch. Ja. Da war ich ja in Classic Corinus schneller mit Spruchrollen schreiben als der dort. Und hier, Chronik Teil 6. Wie es ja aussieht, man. Aufräumen sollst du mal. Ach, guck mal, jetzt noch Jorge. Hey. Erzähl mir etwas über die Bibliothek. Das Kloster war dank seiner Bibliothek lange nicht nur das religiöse, sondern auch das wissenschaftliche Zentrum Asuns. Doch unsere Bibliothek wurde nach einem Brand vor 10 Jahren erst wieder neu aufgebaut. Damals konnten wir zum Glück die meisten Bücher retten. Der Brand hatte auch zur Folge, dass wir eine Schreibwerkstatt eingerichtet haben, um unsere Bücher zu sichern. Heute haben wir die alte Größe nahezu wieder erreicht. Einfach jedes Buch abgeschrieben, oder was? Wie kam es zu dem Brand? Das wissen wir bis heute nicht. Wir fanden später nur noch die Leiche eines unserer Mönche. Was ihn dazu gebracht hat, dort drinnen zu bleiben, wissen wir nicht. War es Brandstiftung? Darüber haben wir lange nachgedacht. Doch die einzige plausible Möglichkeit ist,
dass Beliar Besitz von ihm ergriffen hatte. Welchen Grund er dafür gehabt haben soll, kann ich mir aber nicht ausmalen. Ich suche ein Buch. Dann wollen wir mal schauen. Welches ist es denn? Doch keins. Das Buch heißt Doch keins. Okay, ich schau mal nach. Die. Doch keins. Ach ja, hier ist es. Wunderbar. Hey, du. Autor unbekannt. Ah, jetzt ist er fertig. Nee, warte mal. Du hast Probleme mit deinem Nacken, sehe ich gerade. What's happening here? Hä? Macht der irgendwelche Zauberkunststückchen? Shit. War das jetzt geplant? Hey, du. Die Schriftrolle ist fertig. Die Zutaten haben sogar für zwei Schriftrollen gereicht. Jetzt musst du sie nur noch testen. Aber du sagtest doch selber, dass die Anwendung des Zaubers auch negative Eigenschaften haben könnte. Wie sinnvoll ist es dann, wenn ich mich dieser alten Magie aussetze? Bei deiner geistigen Stärke glaube ich nicht, dass der Zauber dir stark zusetzen würde, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Wahrscheinlich werde ich einen anderen Bruder unseres Klosters um diesen Gefallen bitten müssen. Eins noch, ich weiß nicht, wie sich der Zauber verhält, also werde ich dich hier vorsichtshalber einschließen. Du kannst dich als Drache ja um die Rattenplage kümmern, die wir seit geraumer Zeit hier in der Bibliothek haben. Das werde ich. Du willst mich verarschen, Alter. Ist das ein Witz oder was? Bind euch die komplette Bibliothek an, Alter. Ist das jetzt ein Witz oder was? Jetzt muss ich eine von diesen unfassbar wertvollen Spruchrollen verschwenden, um Ratten zu töten? Wo sind sie denn? Ah, hier. Verwandlung Drache. Gott. Ganz ehrlich, ich will die eigentlich nicht hier drin austesten. Vor allem, wenn das so ein großer Drache wird, wie die Drachen aus Gothic 2, wenn man sie kennt, aber dann wäre ich doch viel zu klein. Also wäre die Bibliothek doch viel zu klein. Ja, lol. Das ist ein Witz, oder was? Jetzt musst du sie nur noch testen. Aber du sagtest doch selber, dass die Anwendung des Zaubers auch negative Eigenschaften haben könnte. Wie sinnvoll ist es dann, wenn ich mich dieser alten Magie aussetze? Bei deiner geistigen Stärke glaube ich nicht, dass der Zauber dir stark zusetzen würde, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Wahrscheinlich werde ich einen anderen Bruder unseres Klosters um diesen Gefallen bitten müssen. Was ist das denn jetzt? Okay. Ich möchte die Schriftrolle testen. Wer weiß, vielleicht kann ich damit ja sogar zu meinem König zurückfliegen. Nun, das ist eventuell sogar tatsächlich möglich. Aber lass es uns zuerst probieren. Hab ich jetzt nochmal die Spruchrolle? Wenn nicht, habe ich jetzt echt ein Problem. Ich hab die Spruchrolle nicht nochmal. Warte mal. Geh nicht weg! Mist. Oh Mann! Hoffentlich habe ich. Okay, mal gucken. Das ist nur so eine Fail-Spruchrolle. Ich kann mich nicht in einen Drachen verwandeln, ey. Das sind alles Pfuscher im Kloster. Wirklich ausnahmslos alle, ey. So, habe ich die jetzt noch, die Spruchrolle? Bitte, bitte, lass mich die jetzt noch haben. Ja, da ist sie. Oh, Gott sei Dank.
Jetzt muss... Wie sind... So, ja, okay, ich überspringe das jetzt nochmal. Ich möchte... So. Okay, jetzt muss ich sie anwenden. Ah. Oha. Digga. Ich schaff's. Oh Mann. Es ist zwar ein recht kleiner Drache, aber... Ich hatte irgendwie gehofft, dass der Drache größer ist. Kann ich hier auch irgendwie springen? Ach, Junge. Ah ja, so kann ich fliegen, mehr oder weniger. Mit A und D. Also wenn ich A und D drücke, kann ich fliegen. Aber jetzt so irgendwie springen und fliegen, das geht nicht. Junge, Junge. Jetzt muss ich als Drache Ratten töten, Alter. Das ist ein Witz. Oh Mann, und ich treffe die noch nicht mal, Alter. Ah, das ist nur zeitlich begrenzt, ich verstehe. Scheint wohl nicht genau so gelaufen zu sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Drache ist etwas klein. Ja. Ich glaube, diese Verwandlung kann trotzdem sehr mächtig und nützlich sein. Ich hoffe, ich finde einen angemessenen Anwendungszweck für diesen Zauber. Gut, ich danke dir für deine Hilfe und möchte dir etwas aus den Kassen des Klosters anbieten. Naja, die Quest ist abgeschlossen, das ist alles, was zählt. Wissensprüfung, was war das denn? Ach ja, das weiß ich noch nicht so genau, wie ich es machen soll. Ja, Nest ausheben können wir jetzt eigentlich machen. Ach ja, warte mal, ich bin ja noch im Cheat-Menü drin. B42B. Wie komme ich denn jetzt aus dem Menü hier wieder raus? Ich glaube, neu laden einfach. Neu laden, neu schmaden, sag ich dazu immer. Ich habe ja gespeichert hier. Also laden wir nochmal neu. Toll. Ja, der Zauber ist ein bisschen unbefriedigend. Habt jetzt mir ein bisschen mehr davon erwartet. Aber das, die Textur war cool. Dieses dunkelblaue Rot war ganz cool. Ich bin zwar nicht so der Fan von Blau, aber so ein dunkles Blau und so ein Rot in Kombination, das kann man sich schon geben. War schon okay so. So. Dann gehen wir jetzt zur Stadt. Und reden mit Argos und übernehmen das Banditencamp. Jungs, ach nee, wo ist denn der jetzt? Wo ist denn jetzt der Argos? Es ist 15.33 Uhr. Wieso ist er nicht hier? Ah, Knauf, Knauf, Knauf. Willst du die Türme bringen, was? Lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Naja, gut. Dann, ja, lege ich mich erstmal schlafen. Diese 85 Schwertrohlinge, die ich habe, die werde ich, zwischen dieser und der nächsten Folge schmieden. Also ich werde das nicht in der Folge machen, weil das dauert einfach zu lange und es ist einfach furchtbar langweilig. Da werde ich jetzt 85 Schwerter draus machen und dann die ganze Kohle einsacken, ne? Und dann werden wir mal sehen. Komme ich jetzt hier einfach mal ins Bett. Schlafe mal irgendwie bis zum nächsten Mittag oder so. Immer noch die Lernpunkte, ich habe die jetzt noch immer nicht vergeudet. Ich hebe die mir noch auf. Solange es nicht absolut notwendig ist, die einzusetzen, hebe ich mir die erstmal auf. Momentan sehe ich einfach jetzt keinen Sinn darin, die zu verbrauchen. Schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe mal, dass der dann
Posten bezogen hat an seinem Platz dort. Dann können wir mit dem losziehen. Logos. Na bitte, geht doch. Ja bitte. Geht doch. Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Okay. So furchtbar langsam. Flasche mit Saids Blut. Bald kann ich diese Flasche so voll machen, dass ich gar nicht mehr weiß. Also, dass ich gar keinen Platz mehr habe. Wo ich jetzt hier den Trank oder ähnliches suche, bin ich schneller, wenn ich einfach hinlaufe. Calvio. Ach ja, genau. Calvios Frau Magdalena betrügt ihn ja mit Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Gut, da ist er. Morgenmeister. Jetzt können wir das freie Lager ausräuchern. Es hat einen Überfall vor der Stadt gegeben. Was? Warte mal, bevor ich hier mit dem spreche, speichere ich das erstmal ab. Das speichere ich jetzt erstmal ab. Was meinte der mit Überfall vor der Stadt? Es hat einen Überfall vor der Stadt gegeben. Bin nicht informiert. Zumindest kann ich mir jetzt gerade kein Bild drauf ausmalen, was damit jetzt gemeint ist. Wir sagen es einfach mal. Tuchhändler, die zur Akademie wollten, wurden im Wald von Banditen überfallen. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Sehe ich so aus, als ob ich scherze? Leider nicht. Verdammt. Diese elendigen Banditen. Niemand hat überlebt. Was ist mit den Waren? Die sind weg. Verdammt! Sei vorsichtig. Ich werde ein paar Leute hinschicken, um die Leichen vom Weg zu kratzen und sie ordnungsgemäß beerdigen zu lassen. Der Wachtmeister der Arena ist korrupt. Was? Wie kommst du darauf? Ryan hat Neil bezahlt. Hast du Beweise? Nein. Dann kann ich nichts machen. Wir kommen jetzt an Ryan nicht mehr heran. Somit sind alle seine Machenschaften nicht mehr nachweisbar. Dennoch danke ich dir für den Hinweis. Ich werde ein Auge auf Neil haben und ihn bei seinem nächsten Vergehen einbuchten. Wegen den Steuern. Was ist damit? Mich würde mal interessieren. Eigentlich kann dir das doch momentan. Warte mal, das ist. Liste hier. Kannst du wieder haben, ich möchte die Steuer. Na, die ist ja sogar noch in einem ordentlichen. Wie ist denn mit dieser Steuerliste? Nest ausheben. Argos will, dass die Rekruten zum Banditenlager hin. Dass ich die Rekruten. Ich habe eingewilligt, doch werde ich jetzt zuerst meine Aufgaben im Lager erledigen. Wenn ich bereit bin, sollte ich mich bei Argos melden. Ja, das will ich jetzt. Was gibt es hier über das Viertel zu wissen? Hm. Du. Wer sagt. Ist völlig also, egal, Alter. Ich will Zutritt der Arena. Hab ich irgendwann ganz am Anfang mal gequatscht mit dem. Hä? Oh Mann, ey. Ob ich das jetzt nicht mehr machen kann. Oh. Muss ich bestimmt wieder in diesem GVE-Tool da irgendwelche Gesprächsoptionen mit dem wieder umsetzen oder so. Oh Mann, ich wollte so gerne das Banditenlager ausheben. So ein Mist. Na mal schauen, ob ich jetzt zum Fürsten darf. Bezweifel's zwar, aber. So, let's try it. Na gut. Probieren wir es mal. Also wie gesagt, wenn das in diesem GVE-Tool irgendwie umsetzbar ist, dann... Ach, da ist Karador. Echo Mio ist jetzt auch hier. Ich bin schon gewundert, wo der ist. Ich warte schon seit Tagen auf dich. Warum hast du noch nicht mit dem Fürsten gesprochen? Weder die Wachen noch der übereifrige Berater konnten mir über deinen Verbleib erzählen. Habe ich dich etwa an die falsche Stelle teleportiert?
Der Teleportpunkt war schon richtig. Nur die Begegnung mit meinem alten, schmierigen Freund Grom war eine unerfreuliche. Was ist passiert? Er hat mein Gesicht erkannt und ließ sich von den Wachen dabei helfen, mich hinterrücks niederzuschlagen. Als ich aufwachte, befand ich mich in der Arena der Stadt. Dazu verdammt, meine ersten Tage hier auf Asun von Neuem zu erleben und den Gladiatorentod zu sterben. Und du lebst noch? Wie ist dir das gelungen? Ich habe mich bis zum Champion hochgekämpft. Danach ließ Ryan mich frei. Na, ja, du hättest mich echt begleiten sollen. Du hättest mich begleiten sollen. Dann wäre das alles nie passiert und ich hätte schon längst meinen rechtmäßigen Platz eingenommen. Für wahr, doch wer hätte dies erwarten können? Doch was passiert ist, ist passiert. Ja, können wir uns nicht konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Du musst mit dem Fürsten sprechen. Wie geht es weiter? Wie meinst du das? Der Weg ist frei. Lass uns sofort zum Fürsten gehen. Ich habe bereits vor Tagen mit ihm gesprochen. Er erwartet dich schon sehnsüchtig. Was machen wir mit Grom? Ohne dich als Beweis konnte der Fürst nichts gegen seinen aktuellen Berater Grom machen. Schließlich genießt dieser königliche Immunität. Geh einfach voraus. Ich kümmere mich um Grom, wenn es notwendig wird. Ach ja, eine Sache noch. Sobald du deinen Posten als Gesandter des Königs wieder eingenommen hast, wirst du dich nicht mehr um die Aufgaben des gemeinen Volkes kümmern können. Du solltest also alles vorher erledigen, was dir wichtig ist, bevor du in den Dienst des Fürsten trittst. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, zum Fürsten zu gehen. Aha. Ja. Eise. Jetzt ist die Quest halt noch offen. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde in der nächsten Folge erstmal nochmal in die Mine gehen. Dort werde ich versuchen, Severin umzuklatschen und sein Schriftstück abzunehmen. Weil es steht ja dort, Furion will, dass ich Severin dem Maron ein Schriftstück abnehme. Er sagte, dass der Degen ein Schlüssel für irgendwas ist. Doch er weiß nicht, zu was. Ich soll mehr darüber herausfinden. Severin hat ein Haus im oberen Viertel. Er muss seines Adelstitels entsprechend ein recht prunkvolles Gebäude sein. Severin gibt an, dass sein wertvollster Besitz sein Haus ist. Das heißt, ich habe schon mal mit dem geredet, aber ich kann mich eigentlich gut erinnern, dass ich den noch nicht umgeklatscht habe. Und genau deshalb werden wir das in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt Legend of Ashun. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Macht's gut, haut rein und tschüdel di di dü dü.